Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist Frühling, es ist wieder Pflanzzeit und heute will ich mal meine Kakteen umpflanzen. Ich mache mir hier so eine Pflanzschale, habe ich beschlossen. Dafür habe ich mir draußen ein paar Steine besorgt. Ein Loch bleibt offen, da habe ich leider einen vergessen. Und diese drei Dinger hier gilt es umzupflanzen. Da haben wir einmal den Kaktus in der Mitte und die zwei Sukkulenten links und rechts. Der hier geht schon gar nicht mehr so gut. Die hat da so ein paar braune Blätter. Ich weiß noch gar nicht, was wir damit machen. Wir fangen jetzt mal mit dem Kaktus an und das ist gleichzeitig die größte Herausforderung, weil der natürlich sehr dornig ist. Ich habe mich hier für diese Kakteenerde entschieden. Das hier ist was anderes. Das ist so ein Granulat. Das benutzen wir vielleicht am Ende nochmal oder für das nächste Projekt. So viel dazu. Jetzt schneide ich hier erstmal die Kakteenerde auf und fülle das Gefäß so etwa bis zur Hälfte unterhalb diesen Striches. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe mich ein bisschen verschätzt, deswegen ist die Schale schon mehr oder weniger voll. Und jetzt werde ich diesen Kaktus hier irgendwie versuchen aus dem Topf zu bekommen, eventuell sogar mit einer Schere und mir dann die Erde genauer anschauen. So habe ich das im Internet gesehen. Wir machen das mal überhalb der Zeitung hier und wie zu erwarten sticht der Kaktus jetzt schon wahnsinnig. Ich lege den mal kurz zusammen. Hier seht ihr jetzt irgendwie das Wurzelwerk. Und ich glaube, ich werde den, so wie er ist, gleich einpflanzen. Allerdings muss dafür das Loch noch wesentlich tiefer werden. Die Erde muss man ein bisschen lockern, die ist ziemlich fest. Und dann probieren wir das Ganze mal. Ich stelle euch mal hier rüber und ein bisschen höher noch. Und dann setze ich den Kaktus hier ein, so wie er ist. Bin gespannt, ob das was wird. Und den Rest machen wir dann zu mit dieser Erde. Ich glaube, der muss fast noch tiefer. So, jetzt aber. Ganz komische Dinge sind hier drin in der Erde. Einen Stein habe ich schon gefunden. Jetzt hier so ein, weiß nicht, was das sein soll. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Jetzt mache ich das Ganze hier mal zu. Ah, der müsste eigentlich noch tiefer. Oder es muss da gleich noch mehr Erde ran. Irgendwas muss ich machen. Ja, ich werde den wahrscheinlich mit noch mehr Erde auffüllen müssen. Gut, jetzt kommen erstmal die anderen Kakteen dran. Als nächstes kommt die Sukkulente. Und zwar die schön aussehende. Die sticht auch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Auch für die graben wir ein Loch. Die ist ein bisschen schmaler, aber nichtsdestotrotz. Braucht auch die relativ viel Platz. Ich hoffe, der Topf ist nicht zu klein für diesen riesen Kaktus. Und die letzte Sukkulente, die ist sehr süß und sehr klein.
Da brauchst gar nicht so ein Riesenloch. So, jetzt will ich das hier einigermaßen eben noch machen. Ja, die Sukkulente muss weiter hoch. So, das reicht, glaube ich, schon. Ich weiß, ihr seht nicht allzu viel. Das Ganze noch ein bisschen andrücken. Einen großen Kaktus. Brauche ich zum Andrücken noch mal ein bisschen Zeitungspapier, damit ich mich da nicht verletze. Und das mit der kleinen Sukkulente gefällt mir immer noch nicht. Leider. So kann man es, glaube ich, lassen. Falls ihr auch sowas Ähnliches plant, wichtig ist, dass die Kakteen trocken sind. Die sollen mindestens 10 Tage nicht gegossen worden sein. Da gehen sie nämlich dann leichter raus aus der Verpackung, also aus dem Topf, in dem das Ganze geliefert wurde. Ich hoffe, das passt jetzt so. Bin mir da etwas unsicher im Moment, aber es wirkt, als würden die Pflanzen einigermaßen vernünftig stehen. Sieht jetzt so aus, das Ganze. So lasse ich das Ganze mal stehen, 10 Tage, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht tue ich da noch ein bisschen Kies oben drauf. Wir werden sehen. So, dann haben wir hier noch diese zwei Kakteen. Ich glaube, der hier ist komplett verfault von unten her. Wurzelfäule. Ich habe einen echt schlechten Standort für meine Kakteen. Habe ich festgestellt, glaube ich, so das Nordfenster hier. Das werde ich komplett wegschmeißen. Außer die zwei, seht ihr die? Die zwei oberen Spitzen hier, die werde ich mal abschneiden und versuchen, in einem Mini-Topf neu einzupflanzen. Und was das hier ist, weiß ich leider auch nicht so genau. Das sieht auch nicht wirklich gut aus. Da probiere ich es genauso, aber da mache ich mir auch nicht allzu viel Hoffnung, dass das nochmal etwas wird. So, das war Schnitt Nummer 1. Der sieht jetzt so aus. Ich bin wirklich gespannt. Und Schnitt Nummer 2. Der Rest kommt weg. Und bei dem anderen mache ich das genauso. Sieht jetzt so aus, das Ganze. Und das wird jetzt eingepflanzt. Und zwar in diesen süßen Mini-Becher hier. Ihr seht das gerade vielleicht gar nicht so richtig vom Größenverhältnis. Ich glaube, das geht sogar ohne Handschuhe. Nummer 1. Der ist jetzt leider kaum noch zu sehen, weil der voll ist mit Erde. Nummer 2. Und die Nummer 3. Das sieht jetzt so aus. Verteilt drumherum noch ein bisschen Erde und dann, wie gesagt, mal abwarten, was da noch draus wird. Ob da noch mal was draus wird. Ich bin gespannt.